Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Charttechnik-Update von IG. Die vergangene Woche dürfte ganz im Geschmack der Anleger gewesen sein. Nach der Ankündigung der Europäischen Zentralbank, ab März die Geldschleusen zu öffnen, wurde auf dem Frankfurter Börsenparkett eine Kursrakete gezündet. Nach diesem freudigen Kraftakt hat sich der deutsche Leitindex eine Verschnaufpause verdient. Auslöser für eine technische Korrektur könnte nun ein erreichter Widerstand sein. Bei der genannten Chartmarke handelt es sich um die ehemalige mittelfristige untere Trendkanallinie bei aktuell 10.635 Punkten. Um diese Trendgerade streiten sich im Augenblick Bullen und Bären. Ende der zurückliegenden Woche konnte diese Barriere nicht bezwungen werden. Die Indikatoren bzw. Oszillatoren wie beispielsweise die Bollinger Bänder, der relative Stärkeindex RSI und der Stochastik signalisieren eine überkaufte Situation. Allerdings kann eine solche Übertreibung durchaus noch einige Handelstage andauern. Einige Marktteilnehmer, die den fahrenden Börsenzug zuletzt verpasst haben, warten sehnlichst auf eine Konsolidierung. Der Rücksetzer zum Wochenauftakt wurde prompt zum Einstieg genutzt. Ausgehend von dem jüngsten Aufwärtsimpuls ist im Tageschart bei 10.400 Zählern das 23,6% Fibonacci-Tracement auszumachen. Eine weitere mathematisch abgeleitete Unterstützung liegt bei 10.207 Punkten. Mittelfristig steht die technische Ampel unverändert auf grün. Das charttechnische Kursziel lautet weiterhin 10.860 Zähler. Hierbei wurde die Höhe des nach oben verlassenen symmetrischen Dreiecks berücksichtigt. Anschließend könnte es in Richtung des nächsten psychologischen Widerstands bei 11.000 Zählern gehen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.